Es ist tatsächlich auch für mich ein guter Tag für die Sicherheit in Österreich. Wir haben eine sehr lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Seiten des Bundesministeriums für Inneres mit der oberösterreichischen Landesregierung. Oberösterreich ist ein guter Platz, über Modernisierungsoffensiven zu sprechen. Und sowohl mit dem Herrn Landeshauptmann als auch mit dem Landespolizeidirektor verbindet mich, dass wir hier Meilensteine jetzt setzen können für die Sicherheit. Nicht nur in Oberösterreich, sondern das Modell wird ja über ganz Österreich hinaus ausgerollt. Was ist das Modell? Die schnellen Reaktionskräfte als Antwort darauf, dass es verschiedene Bedrohungsszenarien jetzt derzeit gibt, auf die rasch reagiert werden muss. Auf der einen Seite, wenn es darum geht, spontane Gewalt in den Griff zu bekommen, Kräfte schnell zu verstärken, braucht es die Bereitschaftseinheit, die ein Teil dieser schnellen Reaktionskräfte ist, und auf der anderen Seite bei gefährlichen Einsätzen schnell gut ausgebildete Polizisten vor Ort, bevor noch sozusagen die Cobra einschreiten kann als Antiterroreinheit, dass da auch schon rasch eine gefährliche Situation geklärt wird. Das sind dann die schnellen Interventionsgruppen. Wir haben uns einen engen Zeitplan dafür gesetzt, für die Bereitschaftseinheit, die Aufstellung und Einsatzbereitschaft ab dem 1. September 2021. Das ist jetzt gelungen. Deswegen sind wir auch heute hier, weil wir nicht nur Fragen der Sicherheit gerne vor den Medien besprechen, sondern tatsächlich auch Sie dann davon überzeugen können, dass wir diese Themen auch in die Realität umsetzen. Die Bereitschaftseinheit ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schritt für mehr Sicherheit, auch für die Kolleginnen und Kollegen im Einsatz. Wir haben gesehen, ob es jetzt Demonstrationen sind, die sich spontan bilden, aber genauso auch, wenn klassisch bei Zeltfesten oder anderen Veranstaltungen Gewaltsituationen spontan und dramatisch eskalieren, dann braucht es eine qualitative Unterstützung für die Einsatzkräfte vor Ort. Das werden die Bereitschaftseinheiten sicherstellen. Und ich habe es auch beim letzten Mal schon gesagt und sage es auch gerne wieder. Der Landespolizeidirektor Biesel war einer der Pioniere, der dieses System, das ja in Wien sich schon sehr bewährt hat, auch für das Land Oberösterreich in der bundespolizeilichen Verantwortung umsetzen wollte und es auch getan hat. Dann gab es diese Unterbrechung, von der der Herr Landeshauptmann gesprochen hat. Und wir sind jetzt in der Lage, eben dieses System auszurollen. Die Bereitschaftseinheit ist das eine, die schnellen Interventionsgruppen das andere. Die werden mit November ihre Arbeit aufnehmen, werden jetzt gerade ausgebildet, die dafür verantwortlichen Kräfte, und werden eben zu diesem mehr Sicherheit, vor allem auch jetzt in Oberösterreich, dann gemeinsam beitragen können. Darüber hinaus, die Landesleitzentrale ist auch da. Ein Vorzeigeprojekt, klingt zu trocken, dahinter verbirgt sich aber sehr, sehr viel. Dort erfolgt die gesamte Koordinierung des polizeilichen Einsatzes in Oberösterreich, und dafür braucht es erstens einmal natürlich die technischen Voraussetzungen, aber für die Zukunft auch die Autarkie. Das heißt, dass die Landesleitzentrale in der Lage ist, auch in einem Blackout-Szenario weiter zu funktionieren und Führungsmaßnahmen zu setzen, um auch hier wieder die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Oberösterreich gewährleisten zu können. Sie sehen, große Projekte, wertvolle und sinnvolle Investitionen. Und ich sage auch hier sehr, sehr gerne ein großes Danke. Ein großes Danke an den Landeshauptmann von Oberösterreich, an die Landesregierung für die exzellente Zusammenarbeit, weil das ist unendlich wichtig. Oberösterreich ist ein Bundesland, das ganz wesentliche Grenzen auch für die Republik hat. Hier braucht es eine enge Zusammenarbeit, wenn es um das Grenzmanagement geht, wenn es darum geht, organisierte Kriminalität rasch und effizient zu bekämpfen. Hier gibt es ja beim Landeskriminalamt Oberösterreich, aber auch beim Landesverfassungsschutz große Erfolge. Wiederum ein gesamtösterreichisches Thema, warum wir sehen, dass organisierte Kriminalität und Terror zusammenwirken. Wir müssen hier intensivst ermitteln. Wir haben eben auf der einen Seite die islamistische Bedrohung, auf der anderen Seite die rechtsextreme Bedrohung. Und auch hier ist Oberösterreich vorbildlich, wenn es darum geht, polizeiliche, hochspezialisierte Arbeit zu leisten, wenn es um die Bekämpfung dieser Kriminalitätsformen geht. Danke.